Oh, der Tom will nur kämpfen. Also das ist nichts Besonderes. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum 31. Part von Pokémon Gold. Bei mir, dem verspackten Kegel, ne? Ja, ich hab sowieso nicht mehr alle Latten am Zorn, alle von daher. Es passt. Wieso? Warum? Ich will nicht. Verpiss dich. Ich hab keine Zeit, tut mir leid. So, wo ist denn jetzt die Insel? So, gedingst technisch, also, so im übertragenen Sinne, ne? Oh mein Gott, oh, oh, mir hat gerade die Nase juckt. Oh, ich kann nicht sprechen. Was zum Teufel? So, irgendwo, ah! Welcome on the Insel! Wie heißt die Insel? Hier, Anemonias Hilly. Ja, genau da steht sie mir auch auf dem Schild. Eine Hafenstadt umgeben von stürmischer See. Stürmisch sieht anders aus, aber naja, ist ja nicht so schlimm, ne? So, erstmal hier in die Pokémon-Butze rein, ne? Mahlzeit! Guten Abend, du bist spät dran. Ja, es tut mir leid, ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen. Hab nebenbei noch mit meinen Kumpels einen zusammen gesoffen und, ja, jetzt bin ich hier. Gut, ne? Ja. So. Wollen wir eben gucken. So, jut. So, wir müssen jetzt hier den Trank abholen. Was haben wir hier? 500 Jahre voller Tradition. Apotheke vom Anemonia City. Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen. Okay, habt ihr was für mein Diabetes? Ach nee. Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Ja. Hast du für mich Insulin? Ja gut, okay, das mit dem Pokémon im Leuchtturm ist ja auch so eine Sache, aber ich dachte, du hättest jetzt was für mich. Du hast gefragt, bedrückt dich etwas? Also hier, ich will hier mein Insulin haben. Okay, läuft über meine Insulinpumpe, aber egal! Naja, komm. Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Es sieht so aus, ne? Ich hab's! Hast du hier Ferndiagnose gemacht oder weißt du jetzt, was dem Pokémon da fehlt? Das sollte das Problem lösen, denn es erhält Geheimtrank. Oh. Fangen wir jetzt hier so an wie die Gallier hier, so mit Miraculix brauchen uns mal den Zaubertrank, dass wir hier die Römer fertig machen können oder wie. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Sehr stark mit Alkohol verziert oder was? Ja. Ich biete ihn nur Notfällen an. Was ist? Brauchst du Medizin? Ja. Wobei, ich könnte eigentlich nochmal so ein paar Supertränke kaufen. Hier, kommen nochmal so 7 Stück. Ja, passt. In Ordnung, bis die Tage. Ja, mal gucken, ne? So, das hätten wir. Ach hier, gucke mal. Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen? Das war sicher nicht einfach. Sicher. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Ohne den Orden dieser Stadt ist Fliegen jedoch nutzlos. Wenn du den Erretter leider geschlagen hast, besuche mich wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk überreichen. Ja, mach ich gleich. Hartwig der Arenaleiter steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Soll er machen. Ich will nicht wissen, was er da macht, aber okay. Was hat der denn? Ah, ich... Ich bin schockiert. Oh, I'm shocking! Was ist los? Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eines übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Ja? Du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Moment, Hammerleich. Moment. Hammerleich.
Muss ich mal ganz kurz hier ein Dings ablegen. Wir legen jetzt mal ganz kurz, so ohne mit der Wimper zu zucken, legen wir jetzt Aaron. Moment. Ne? Vielleicht ist das sogar ein Pokémon, was wir ins Team reinholen können. Dann lassen wir nämlich Aaron erstmal so an der Dings, ne? Also hier so an der. Ja. Ich weiß. Kumpel, das haben wir gerade schon besprochen. Ich bin gerade erst aus der Tür raus. Ja. Oh, ich danke dir. Ja, bitte, bitte. Bitte pass gut darauf auf. Denn es erhält ein Pokémon. Level 15. Ein Pottrott? Käfer und Gestein. Ach du Scheiße. Angriff 9, Verteidigung 4. Ach du oh Gott. Also, will ich nicht. Sorry, aber dieses, Modri oder wie es auch immer heißt, das, würde hier nicht gut reinpassen. Deshalb nehmen wir ganz schnell wieder den, wieso hat sich Holly eigentlich abgelegt? Soll ich jetzt Aaron mitnehmen oder lieber einmal den Holly, dass ich den weiter leveln kann? Gut, wir nehmen einmal wieder Holly mit. Muss irgendwie versuchen, das mal anders hier zu handeln, zu managen und weißt was noch hier, also keine Ahnung. So. Das haben wir jetzt gemacht. Okay. Sind wir da erstmal so weit durch. Dann könnten wir jetzt mal schauen. Ja, wir gehen gucken, ne? Hier, in die Butze. Anemonia City, Pokémon Arena, Leiter Hartwig. Er spricht durch seine Fäuste. Ja. So. Also, wir haben jetzt Muffy 29 vorne. Das ist, ja. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen rumdeichseln, wie das ja so der Fall halt bei mir ist, ne? Weil wir müssen ja auch noch versuchen, den Holly hier wieder auf die gute Dings zu kriegen. Hallo! Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Glückwunsch. Schwarzgurt Saber. Oh mein Gott, es ist Xavier Naidoo. Oh mein Goodness. So. Akikle. Level. What? Ja. Gut, hoffen wir mal, dass der gute Muffy dagegen ankommt. Oh, fuck. Okay, wie gut, dass ich gespeichert habe. Kleinen Moment mal eben. Lass mal bitte auf, hier rumzubacken. Dankeschön. So. Ja. Was hätte ich denn da am besten für eine Chance? Der Elektrokampf, Psycho und Flug.
Ich habe kein Kampf-Pokémon dabei. Also. Ne, Moment. Dann müssen wir das wahrscheinlich nochmal anders hier ein bisschen gedingsen und regeln. Und hast du nicht gesehen, ne? Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn ich den Aaron dann nochmal dabei habe. Sorry, Holly, du musst doch nochmal eben, gedings. Also, weil es könnte sein, dass ich jetzt hier mit dem Aaron doch so einen leichten, also einen ganz leichten Vorteil habe. Ich weiß es nur nicht, keine Ahnung. So, weil ansonsten könnte das nämlich hier ein bisschen Problemdingens werden, ne? Also jetzt hier so in der Arena und so, ne? Obwohl Muffy Level 29 ist, kommt er gegen Level 27 allerdings nicht an. Das ist schon heftig. So, jetzt sichern wir das erstmal. Und wollen mal gucken, ne? Irgendwie müssen wir das ja hier so gedingstechnisch schaffen. Ja, ja, ich weiß. Kumpel, wir haben uns gerade schon unterhalten und ich glaube, davon weißt du gar nichts mehr. So, und wenn das jetzt auch nicht klappen sollte, werde ich dann wahrscheinlich nochmal irgendwie ein bisschen leveln müssen. Was natürlich ein bisschen problematisch jetzt wird, weil ich hier vorne eigentlich dann, wenn nur, den guten Muffy gedingsen kann. Also, ne? Die Attacke. Ach du Scheiße. Ist nicht effektiv. Super. Da sind gekommen, hat keiner gesehen. Du schneid dich raus. Nein, natürlich nicht. So. Der Sunny mit Level 22 kann einem Level 27er so viel abziehen? Okay. Bin ich sogar mit einverstanden. Und mal gucken, ob der Freaky das jetzt hier so gedingsen kann. Na? Ja. Und einmal mit Schmacke Server und dann, ne? Haben wir den ersten Kampf, glaube ich, gerade mal so geschafft. Ja, wunderbar. Und Freaky kriegt die ganze EP, finde ich gut. Das freut mir natürlich hier einen richtigen Keks. So, Xavier wäre besiegt. Das ist unmöglich! Doch, ist alles möglich. Das gibt's? Das gibt's doch gar nicht! Doch, beim Kegel! Ja, das war jetzt überhaupt nicht von einer bestimmten Möbel für... Ach du Scheiße. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Scheiße! Schwarzgurt Jeff. Könnte jetzt ein bisschen gedings werden, ne? Icy. Gut. Okay. Hätte ich das hier wurscht. Ja. Das ist unglaublich effektiv. Ich find's gut. Genau, Justin, mach den mal so ein bisschen Feuer unterm Arsch. Ja. Komm, ich mach das mal so ein bisschen auf Fast Forward. Dann geht das nämlich mal ein bisschen schneller. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Justin das alleine schafft. Okay, ich sag mal so, er hätte es fast geschafft. Fast.
Also, hat nicht mehr viel gefehlt, aber... ist ja egal. So, wir kriegen jetzt die EP. Ich würde ja sagen, Muffy wäre da eigentlich am besten. Aber Olli wäre auch gar nicht so schlecht. Ja, das ist jetzt die sehr gute Frage. Komm, Olli. So, hier einmal mit Schmackes Säure. Ja, passt schon. Siehst du, Olli brauchte gar nichts machen. Und ein Level Up. Wunderbar. So sind mir doch die Sachen am liebsten. So. Schockierend. Oh yeah, I'm shocking too. Ja. So, dann aber mal mit vollem Schmackes hier zum... Ne? Zum Dings hier. Zu meiner guten Freundin, Schwester Joy. Weil, ja... Ist halt wichtig, ne? Boah, aber gegen den Arena-Leiter, das kann ja echt heftig werden. Weil der hat einmal einen Rasaf Level 27 und einmal einen Quappo Level 30. Das ist, ja. So, ein Spaten wartet da jetzt noch. Den Aaron packen wir jetzt mal woanders hin, ne? So. Warte mal, wie sieht denn das jetzt hier bei dem Muffy aus? 866. Gut, pass auf, dann machen wir das eben so. Keine Frage, den einen Kampf, den packe ich jetzt hier noch in den Part mit rein. Aber dann wird es auch wieder Zeit für einen Schnitt, ne? Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Komm her. Mit Schmackes. Obwohl, da wartet dann ja noch ein Spaten. Schwarzgurt Peter. Ach, Hacke Peter. Da finden wir bestimmt eine Möglichkeit, ne? Ach, hallo. Ach komm, Level 25. Das ist ja... nicht so ganz das Wahre, ne? Ja. Autsch. Aber du kannst doch den armen Muffy nicht schlagen. Was soll das denn? Also, ich glaube, es geht los. Ich mache aus dir hier Karate-Ragu oder irgendwas anderes. So, hier, komm. Dankeschön. So, was kommt jetzt noch? Ein Mashok. Da gehen wir nochmal eben auf Sunny. Bin jetzt mal gespannt, wie viel Sunny jetzt mit dem Hyperzahn bei Mashok abziehen kann. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja. Okay, ist wieder effektiv. Ja, es ist, aber gut, Sunny konnte zweimal jetzt angreifen, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke mal, so werde ich das dann wahrscheinlich auch mit dem Rasaf machen. So, wer kriegt denn jetzt die EP? Die könnte jetzt eigentlich Justin bekommen, wenn er es schafft. Ich habe ja keine Ahnung, ob er da jetzt, da gut was abziehen kann. Ja. Steinadel, der schmeißt mit Stein. What the fuck? Ja, das ist, ja, gut. Habe ich schon gesagt, dass ich das ganz toll finde? Ich glaube nicht. Also sage ich es jetzt, ich finde es ganz toll. Ja, ich, ja. Ja, kriegt Freaky, ja. Ich find's gut. So. Und der Hacke Peter wäre besiegt. Sehr gut.
So, nun leider müssen wir jetzt wieder zum Pokémon Center laufen. Und hier diesen einen Kampf, den wir da jetzt noch vor dem Arenaleiter haben, den lasse ich jetzt hier auch noch in dem Part mit drin. Weil ich es eben kann, ne? Ist ja schon nichts Neues mehr. Und dann will ich mal hoffen, dass ich den Arenaleiter dann im nächsten Part mit vollem Schmackes fertig machen kann, ne? Aber ich denke mal, ich werde dann Muffy nochmal auf Level 31 wahrscheinlich bringen. Dass ich dann nochmal so eine, ich sag mal, kleine Absicherung habe. So, Moment. Den Stein erstmal. Ein Pokémon könnte sich vielleicht bewegen. Möchtest du stark einer? Ja. So, einmal den, den und den. So. Wen haben wir jetzt vorne? Den Muffy. Der braucht jetzt noch 395 bis Level 30. Gut. Würde ich sagen, lassen wir es einmal so stehen. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Das ist, sehen wir gleich, ne? Und mal gucken. Ich weiß jetzt noch nie, was der für Pokémon einsetzt. Schwarzgurt Tim. Okay. Almenki. Level 23. Naja, das müsste eigentlich soweit klappen. Gut, einmal paralysiert. Das finde ich auch gut, wenn die Attacke daneben geht. Also vom Gegner, nicht bei mir. Bei mir darf das nie passieren. Na, weil ich bin ja der Kegel und der Kegel, der... Nee, der macht sowas nicht. Nee. So, das nächste Menki darf jetzt einfach mal der Justin machen, weil ich das jetzt so gedingse. Also entscheide und so, ne? Ich finde das ein bisschen komisch, dass ein Feuer-Pokémon gegen Kampf-Pokémon so im Nachteil ist. So, darf man das mal eben so. Scheiße. Gut, dann macht den Rest jetzt eben Sunny. Ich dachte jetzt eigentlich, das würde der Dings hier, also der Justin, noch schaffen, aber... Nee. Das war nicht ganz so zum Dings der Gedingse, ne? So, Rasaf, das versucht jetzt hier nochmal eben der Sunny. Das ist Level 25. Mal gucken, wie viel das abzieht. Ja. Gut. Okay. Dann lassen wir den Rest jetzt Freaky erledigen. So, hier kommen einmal Surfer. Ja, ja, mach mal hin. So. Soll ich mal hoffen, dass das Vieh besiegt ist? Leider nicht. Okay, müssen wir nochmal eine Runde nachsetzen. Aber da reicht der Kratzer dann auch. Ja, dankeschön. Gut, Leute, und dann werde ich jetzt erstmal wieder einen Schnitt machen, weil die Folge, die geht jetzt fast 24 Minuten. Das ist ein bisschen eigentlich zu lang, aber was soll's. Ich kann mir das zwischendurch mal erlauben. Ne? Wir sehen uns dann gleich beim Arenaleiter wieder und bis dahin verbleibe ich in meiner allbekannten Art und sage Tschüss mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!